lasse ich. Enttäuschung, Infiltration, Exfiltration. Spezialeinheit. Aiden Versio. Inferno-Trupp. Commander Versio. Wo ist hier, was? Schauen Sie mich an. Wir zwei sollten reden. Deshalb bin ich hier. Sie haben den Aktivierungscode und ich kann Ihnen vielleicht helfen. Also her mit dem Code. Wir könnten jemanden wie Sie wirklich brauchen. Eine Hand wäscht die andere. Es ist ganz einfach. Ich kriege am Ende sowieso, was ich will. Meine besten Techniker hacken gerade ihren Druiden. Also, mein Angebot steht. Ich will nur den Code. Es ist Zeit fürs Imperium. Gehen Sie nicht mit ihm unter. Sie haben recht. Die Zeit des Imperiums ist gekommen. VZ-626. Was haben wir hier? Einen taktischen Droiden ID-10. Du bist viel moderner als der ID-9. Dich zu hacken wird nicht einfach. Ich rate eher zu weniger invasiven Schritten. Nur leider haben wir den Zugangscode des Droiden nicht. Ich rate Ihnen dazu, den Code zu beschaffen. Daran arbeitet der Captain im Zellentrakt. Bis dahin kommen wir nur an die Daten des Droiden, wenn wir seinen Speicherkern aus ihm rausholen. Anscheinend ferngesteuert aktiviert. Droide, führe den Plan durch. Hol die Schiffspläne aus ihren Computern und komm dann zu mir. Und damit willkommen zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal. Ihr habt es euch gewünscht. Wir spielen das Spiel Star Wars Battlefront 2 und spielen die Story von Commander Aiden Versio. Ich werde euch diese Cutscenes immer, ohne dass ich groß darüber rede, drin lassen. Von daher kann es sein, dass die Folgen zwischendrin ein bisschen länger werden und so, aber ihr müsst ja auch die Story verstehen, die dahinter steckt. Wir steuern gerade anscheinend den Droiden von dieser Aiden Versio und müssen jetzt anscheinend zu Aiden Versio, um die zu befreien, aber hier gibt es ein kleines Problem. Können wir jetzt durch? Au. Den haben wir ausgeschaltet, dann können wir jetzt vorbei fliegen. Ja, das war knapp. Wir gehen wieder durch die Lüftung rein und suchen den Zellenblock. Ich muss beichten, ich habe keinen der Star Wars Filme geguckt, dadurch weiß ich nicht wirklich viel selber über die Story, aber das basiert jetzt ja auch nicht wirklich auf dem echten Ding. Also ich glaube, man sollte hier den Story-Modus verstehen, auch wenn man die Star Wars Filme nicht geschaut hat. Den schocken wir, damit wir da vorbei können. Und hier gehen wir wieder in die Lüftung. Und dann sollten wir gleich auch schon in der Zelle angelangt sein. Da ist Aiden Versio und da vorne können wir runter. Dann haben wir diese erste Mission, in Anführungszeichen, schon erfüllt. Gehen wir. Und jetzt steuern wir schon Versio. Bin unterwegs zur Kommunikationszentrale. Verstanden. Sobald die gestohlene imperiale Nachricht zerstört ist, fordere ich die Exfiltration an. Ja, das war jetzt nicht so lautlos, wie es, glaube ich, sein sollte. Ahnen die Rebellen, dass sie gefangen werden wollten? Nicht mal im Traum. Naja, das ist ja ziemlich unkonventionell. Wir hätten ihr Schiff einfach sprengen sollen. Zu auffällig. Damit das hier klappt, müssen wir subtil vorgehen. Ich verstehe, Kommandant. Also wir haben uns anscheinend von den Rebellen extra gefangen nehmen lassen, damit wir hier aufs Schiff kommen und irgendwas hier manipulieren können. Die Rebellen glauben immer noch, wir haben keine Ahnung von der Salus-Sache. Sie wissen nicht, was sie auf Endor erwartet. Hier sind Gewehre, dann holen wir uns eins davon. Wenn die Rebellen die Nachricht entschlüsseln, bevor Blaster. Lösche, ist alles verloren. Wir können auch von der Third Person in die First Person wechseln, sowie auch beide Schulteransichten anschauen und
Jetzt sollten wir zur Kommandozentrale dieses Schiffs kommen. Den lassen wir jetzt einfach schocken. Okay, es ist anscheinend nicht aufgefallen. So, die haben wir auch ausgeschaltet, ohne dass es groß jemand mitbekommen haben sollte. Also den können wir ja schocken, sobald wir in der Nähe sind. Oder mit einem Takedown erledigen, das geht natürlich auch. Ich weiß halt nicht, ob wir schießen sollen, weil das ist halt laut. Und jetzt wurden wir doch entdeckt. Agent Hask, ich bin bei der Kommunikationszentrale. Das Löschen der Nachricht wird einen Alarm auslösen. Bereit machen zur Exfiltration. Verstanden. So, und jetzt sind wir endlich hier und werden die Nachricht, ich weiß nicht, um welche Nachricht es geht, löschen. Löschung erfolgt. Und ich glaube, jetzt wird's extrem interessant. Also mit Headshots kann man anscheinend Leute direkt ausschalten. Nur wir müssen halt immer aufs Leben aufpassen. Tür hinter uns konnten wir schließen. Also ich mag Headshots echt gerne, weil die einen so direkt... Es gibt zwar keine Munition, also man hat immer unendlich Munition, aber die Waffen müssen manchmal abkühlen. Wir kommen relativ gut voran tatsächlich. Immer schön rechts, links schauen. Was geht mit seinem Arm ab? Naja, muss man nicht verstehen. Sie sind also immer noch die Nummer 2. Oh, das eilt nicht. Ich kann warten. Agent Miko, die Sprungberechnungen waren perfekt. Danke, Ma'am. Ich hoffe, die Landung war erträglich. Hatte schon Schlimmeres. Weißt du noch den Jarvis-Angriff? Das verfolgt mich immer noch. Kontaktiert den Admiral. Ja, Kommandant. Und die Nachricht? Die Position der Flotte ist sicher. Heute stirbt die Rebellion. Sie mir den Inferno-Trupp. Commander Versio, Meldung. Wir sehen ein Bergungsteam der Rebellen, kommen aber zu spät, um die Saboteure zu ergreifen. Wie ist der Status des Todessternschildgenerators? Schlimmer als erwartet. Keine Chance, sie wieder flott zu bekommen. Dann ist unsere Kampfstation angreifbar. Rebellen eliminieren und Rückkehr zu Corvus. Der Plan des Imperators muss klappen. Ja, Sir. Hask kommt mit. Und Miko, wir brauchen Deckung. Ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen. Dann zeigt es doch gern mit Feedback. Bei den ersten Folgen ist das immer extrem wichtig, dass ich weiß, wie das Projekt ankommt. Und dann könnt ihr genau an diesem Punkt in Video 2 weiterschauen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wundervollen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Haut rein. Ciao.